Servus und hallo bei Not Another Dope Show. Also ich sehe das sogar. Die Polizei hat sich eingeschossen auf die ganzen Festivals, besonders auf die Reggae-Festivals und auf die Feste, weiß ich nicht, zur Wiesn zum Beispiel, zum Oktoberfest oder was sie auch ganz gerne machen, Fasching oder Karneval, wie es halt in anderen Bundesländern heißt, dass sie halt da die Leute rausziehen. Ich finde manchmal auch zu Recht, wenn sie betrunken fahren, ja, besoffene Autofahrer oder unter Einfluss von anderen Substanzen, unter dem Rauscheinfluss. Nicht unter medizinischen, weil da kann es sein, dass sie es ja genauso in dem Level haben, dass sie normal sind, dass sie es genauso brauchen, um überhaupt funktionieren zu können. Aber da bin ich ganz ehrlich, dann sollte man auch keinen Führerschein haben. Ich habe nie einen gemacht, ja, ich habe nie einen gebraucht. Ich bin in Neuperlach aufgewachsen, München, Neuperlach. Damals gab es nur Straßenbahn und einen Bus und dann später die U-Bahn. Ja. Heute gibt es, glaube ich, nur noch Bus und U-Bahn. Und eigentlich ist man in München mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ganz gut bedient, wenn es nicht so viele Autos gäbe, die manchmal die Straßen verstopfen. München ist ein Paradebeispiel für extremst zugestopfte Stadt. Nein, es sind so viele Menschen unterwegs und alle mit den Öffentlichen manchmal und auch mit den Autos und gerade beim Oktoberfest ist es extrem, wenn dann da welche besoffen Auto fahren oder unter Drogeneinfluss, Alter, das geht nicht. Und ja, ich habe halt immer schon ab 18 habe ich gekifft, ja, dann habe ich auch andere Drogen ausprobiert, kennt ihr meine Geschichten. Und damals habe ich halt immer gesagt, nee, solange ich so drauf bin, will ich keinen Führerschein, den nehmen wir mir gleich weg. Ich brauche gar nicht, es dauert nicht lang. Wie schaue ich aus und ich bin dann dauernd, werde ich kontrolliert, also werden sie mir im Auto rausziehen und dann bin ich fällig. Also lassen wir es. Und deswegen habe ich mir das Geld einfach gespart. Als ich nach Berlin gezogen bin, wäre es schon praktisch gewesen, einen Führerschein zu haben. Es wäre auch praktisch, einen Führerschein zu haben. Aber hier ist auch die öffentlichen Verkehrsmittel so richtig cool, dass ich eigentlich gar keinen brauche. Also nur so siehst du, welche Leute da so leben in einer Stadt. Und du kannst dich halt einmal ein bisschen umschauen. Es ist halt nur in den öffentlichen Verkehrsmitteln so möglich. Allerdings passieren auch da die krassesten Sachen, leider. Von daher ist es auch in manchen Städten bestimmt auch sehr gefährlich, da drin zu fahren. Und ja, in den vielen Städten sind auch da die Drogenszenen, wo man die offenen, wo man irgendwo was kaufen kann, wenn man niemanden kennt. Deswegen, ja, ich weiß auch nicht. Am besten ist, glaube ich, kein Führerschein, weil man halt sonst berauscht fahren würde, früher oder später. Also jeden, den ich kenne, der aus meiner Jugendzeit oder heranwachsenden Zeit, der damals einen Führerschein gehabt hat, ist auch berauscht gefahren. Jeder Einzelne. Einer war dabei, der mal vernünftig sein wollte und beim Heimfahren ist er eingeschlafen auf der Autobahn und nur der zweite nüchterne Mann, der dabei war, der hat ihn nochmal schnell aufgeweckt. Weißt du, was ich meine? Wir wären zu viert sonst voll auf der Autobahn, ist irgendwo reingefahren, weil es halt in der Früh um vier war, weil wir vom Auflegen von einem Club heimgefahren sind und alle müde waren. Weißt du? Der war nüchtern und trotzdem. Die es zu waren, die waren aber wahrscheinlich wacher und fitter die ganze Zeit. Aber ja, egal. Ich will dafür über niemanden richten. Hey. Wer bin ich denn? Weißt du? Ich habe selber genug Dreck am Stecken, aber ja. Naja, Leute, ich wünsche euch was. Peace out. Whiskey.